Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Tja, und es geht so weiter, wie es letzte Folge aufgehört hat, nämlich damit, dass ich einmal quer durch die Walachei reise, in der Hoffnung, noch Orte zu finden, die wir entdecken können und dort eventuell auch noch das ein oder andere Monster, das uns dabei hilft, letztlich die Barriere loszuwerden. Und auf dem Weg habe ich natürlich auch schon direkt den ersten... Ich bin hier losgelaufen, wollte einmal nochmal hier rum oben und da war, wie heißt das Ding? Iltuliaks Hort. Viele der Felsen und Bäume in diesem Gebiet scheinen teilweise geschmolzen oder verbrannt zu sein. Der Fuß dieses hohen, felsigen Hügels ist mit den Knochen zahlloser Kreaturen jeglicher Größe übersät. Ich vermute mal, also ich habe eine ganz starke Vermutung, dass es sich hierbei um ein Monster handelt, das wir eventuell jagen müssen. Da werden wir sofort hingehen. Es ist gut, Ekondario mit dabei zu haben. Und dann schnappen wir uns dieses Monster auch. Und ich denke, oder meine Hoffnung ist, dass wir dann nur noch zwei Monster finden müssen. Und der Vorteil ist, so können wir tatsächlich auch nochmal die ganze Karte aufdecken, weil das habe ich ja eigentlich auch immer vorgehabt, die ganze Karte zu entdecken und jeden Ort auch mal besucht zu haben. Oh nein, das ist wieder einer von den Hügeln, die man komplett rauflaufen muss. Ah ja, ich hab's befürchtet. Ich habe aber auch ein bisschen die Befürchtung, weil ihr erinnert euch, das Jagdrevier, diese Quest, die wir nicht gemacht haben, also die ich nicht gemacht habe, weil ich gedacht habe, es wäre noch mehr als genug Zeit. Oh, jetzt muss ich wieder den Hut wechseln. Ich habe ja gedacht, es wäre noch mehr als genug Zeit, aber es war gar nicht genug Zeit. Falle taugt nichts. Herrin wird mit uns schimpfen und fressen. Fremde lauft. Oh nein, das sind wieder Kobolde. Ach ja, eine Falle. Ja, ich habe die Befürchtung, die ganz große Befürchtung, dass eventuell eines oder zwei von den Monstern, die wir hätten besiegen müssen, vielleicht auch die waren, die wir bei der Quest nicht besiegt haben, weil da ging es ja um Monsterjagd. Und wenn das so gewesen sein sollte, ich habe es schon versucht, ich komme nicht mehr in die Jagdgründe rein. Das würde dann bedeuten, dass ich diese Quest eventuell gar nicht zu Ende machen kann. Das wäre sehr schlecht. Der Leichnam ist mit Säurespuren übersät. Säure? Ach, wisst ihr was? Ich bin mir doch absolut sicher, dass wir hier... Ach, es ist... Ach, guck mal. Ach, du... Das ist ein Drache. Ich glaube, das hat nicht... Ich glaube, das hat nicht gewirkt, die... Jetzt hat's gewirkt. Was? Du musst entweder sehr mutig oder sehr dumm sein, um in den Tuliaks Hort zu kommen. Aber das spielt keine Rolle mehr, glaube ich. Ja, das wollte er zumindest gerade sagen, aber das konnte ich dann auch nicht mehr sehen. Ja, Iltuliaks Hort. Können wir da noch irgendwas... Ich hätte vielleicht noch was beschwören können. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber ich denke, wir werden hier auch so klarkommen. Das wird jetzt nicht unbedingt... Wir könnten mal den Kieschrei ausprobieren. Der soll angeblich sehr mächtig sein. Aber bei der Masse an... Ach du Jemine. Bei der Masse an Dingen, die hier gerade passieren, sehe ich irgendwie schwarz dafür, überhaupt irgendwie rauszufinden, dass irgendwas hier wirkungsvoll wäre. Meine Güte. Was für ein Chaos. Jetzt haben wir aber den schwarzen Mann an unserer Seite. Das sollte schon sehr helfen. Und wir haben noch so viele Heilzauber, dass... Ich glaube, wir müssen auch die Hast wieder erneuern. Wir müssen uns mal... Warte mal, ich mache jetzt mal hier... Ich räume jetzt mal eben hier hinten auf. Diese Drachensklaven, die sind schon... Bisschen nervig da. Unverletzt? Oh, jetzt sind sie nicht mehr unverletzt. Und da ist der Drache auch hinüber. Und dann hat es jetzt auch mit den... Ach, guck mal, da oben läuft der schwarze Mann noch. So, und dann haben wir auch die letzten jetzt hier, glaube ich, erwischt, oder? Da hinten steht noch einer rum und das war's dann. Jawohl. Eieieiei, meine Güte. Das war durchaus mal ein harter Kampf. Huch. Der schwarze Mann steht noch im... Was auch immer das hier für ein Nebel ist. Und ja, er bekommt da Schaden. Aber das ist nicht schlimm, er ist ja ohnehin nur herbeigezaubert. Von daher ist es ihm, glaube ich, ziemlich egal, wenn er Schaden bekommt. So. Iltuliaks Hort. Hat sich hier mal eben ein Drache versteckt. Aua. Kann das mal bitte aufhören jetzt?
Der Drache ist schon lange tot. Na, endlich. Nur für alle Fälle. Also ich meine, wir werden gleich sowieso wieder, also ich werde gleich wieder über die Karte marschieren und dabei höchstwahrscheinlich auch relativ viel rasten müssen, weil ich viele Reisen vor mir habe. Aber für alle Fälle sollte hier noch irgendwas passieren, dass wir da einfach schon mal... Oh, hier hat er seinen Hort. Schatz einsammeln. 1000 BP. Oh, das ist ein richtig guter Gürtel. Und das sind richtig gute Armschienen. Das ist ein richtig guter Gürtel. Das sieht man schon an seiner Aufmachung hier. Gürtel des perfekten Körpers plus 8 auf Stärke, Geschick und Konsti und Rüstungsarmschienen plus 7. Okay, er hat plus 8 Armschienen, aber trotzdem, für einen Mönch oder so ist das perfekt. Aber dieser Gürtel... Moment, wir haben doch hier jemanden, der einen ähnlichen Gürtel trägt. Stärke, Geschick und Konsti, ne? Würde passen bei ihr. Den Geschicklichkeitsmodifikator, das ist halt jetzt, der hat Geschicklichkeitsschaden genommen. Aber das wäre für sie, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wobei, er hat den perfekten Körper plus 6. Körperkraft plus... Andererseits, sie braucht das nicht so dringend, ne? Ohohohoho. Oder wäre der was für Amiri? Der wäre was für Amiri, ne? Stärke 28, Leute. 28! Okay, ja, wir lassen das mal bei Amiri. Ich glaube, Amiri wird damit total ausrasten und die Barbarin sein, die wir immer wollten. Jetzt nehmen wir noch die 1000 BP mit. 2 Stunden Zeit brauchen sie, um den Schatz einzusammeln. Da liegt noch was. Ach, hier sind nur Kisten. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Hier, bitte plündern. Was haben wir da? Eine gekrümmte Elfenklinge, die ist leider nicht so wertvoll. Aber alles andere nehmen wir einfach mal. Ach komm, wir nehmen die einfach mal alles mit hier. Wir können ja auf unseren Reisen ziemlich viel mit uns rumtragen. Ein Turmschild, eine Lederrüstung und eine Brustplatte. Na, sieh mal einer an. Naja, und jede Menge Schmonz, der wahrscheinlich sonst noch so rumliegt. Da oben liegt noch was. Ist aber auch nur ein Drachensklave gewesen. So, und jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, die ich mir stelle. Zwei Monster noch. Zwei Monster verbleiben. Einer davon war dieser Drache. Na gut, wir machen uns weiter auf die Suche. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, was haben wir denn hier noch gefunden. Einmal ein Turmschild, das ist die Würmwand. Oh Gott, dieser plus 5 Turmschild gewährt seinem Träger einen Bonus von plus 4 auf Rettungswürfe gegen Elementar, sowie einen Bonus von plus 2 auf die RK gegen riesige oder große Kreaturen. Rüstungsklasse 9. Das hat auch was. Das hat auch was. Ich glaube, wir lassen das so, oder? Das Schild können wir noch jemand anderem in die Hand drücken. So, jetzt haben wir hier die sanfte Überzeugung. Leichte Rüstung, Leder. Plus 10. Plus 10 Heimlichkeit, plus 6 Geschick. Meine Güte, was wir hier für Ausrüstung bekommen. Vollbringt der Träger dieser Rüstung eine gute Tat, sinkt seine Konstitution um 2 Punkte bis auf ein Minimum von 1 Punkt. Nur eine böse Tat schafft Abhilfe. Hebt den Konstitutionsmalus auf und gewährt stattdessen 10 temporäre Trefferpunkte. Das Ablegen der Rüstung ist nur möglich, wenn man zuvor Fluchbrechen auf den Träger wirkt und einen Zauberstufenwurf mit SG 33. Die ist verflucht. Aber die sähe bestimmt richtig gut aus. Vielleicht können wir die jemandem an Leib legen. Das würden wir schon hinkriegen. Der Spiegel der Leere. Adamant Brustplatte plus 3 gewährt ihrem Träger einen Ausweichbonus von plus 4 auf die RK gegen Strahlenangriffe. Das ist, oh, wir kriegen hier so richtig gute Ausrüstung und dieses Schild passt tatsächlich erstaunlich gut. Und jetzt hat sie auch ein Turmschild, mit dem sie echt gut aussieht. Da hat sie auch ihre ganzen Boni wieder, hat eine höhere Rüstungsklasse noch. Und die Rettungswürfe, ne? Das ist nochmal, gut, ihr Angriffsbonus sinkt wieder ein bisschen, aber sie ist ja ohnehin das Panzertierchen. Also insofern erfüllt sie damit ihre Aufgabe. Na gut. Ich mache mich wieder auf die Suche und wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder, wenn ich den nächsten Ort entdeckt habe. Einen kleinen Augenblick bitte. So, jetzt sind wir ganz kurz im Königreich, denn ich wollte ja auch noch verteilen hier, dass die auch was zu tun haben, während wir unterwegs sind. Und die Forschung über das Wesen von Flüchen Dorn ist tatsächlich fertig geworden. Alles deutet darauf hin, dass Dorn mit Nerissa verbunden ist, über starke Gefühle wie Liebe, Leidenschaft und Zuneigung. Es ist allerdings mehr als nur ein Zauber. Etwas, das auf jede Kreatur anders wirkt. Selbst den Verstand kann er vernebeln, aber liegt das nicht in der Natur der Liebe?
Unsere Nachforschungen deuten darauf hin, dass die Bereitschaft der Zielperson der Schlüssel für dieses Rätsel sein könnte. Nur wenn Dorn aus freien Stücken weitergegeben und angenommen wird, entfaltet er sein wahres Potenzial. Das heißt, wenn wir ihr Dorn aus freien Stücken geben würden, sie kann ihn sich nicht nehmen, wir müssten ihn ihr geben. Dann erst könnte sie ihn wahrscheinlich annehmen und den Fluch brechen. Das könnte ich mir so vorstellen, wäre das... Ich glaube schon. So, Majestätsbeleidigung, Problem. Ein paar Barden stiften Unruhe, denn sie haben einen leichten Weg gefunden, sich beim einfachen Volk beliebt zu machen. Sie singen beleidigende Lieder über den König, beschmieren seine Porträts und schänden seine Statuen. Der Pöbel ist begeistert und ausländische Besucher amüsieren sich prächtig. Aber es ist mehr als ein Witz. Wer ausgelacht wird, bekommt keinerlei Respekt. Das Volk steht kurz vor einem Aufstand. Ach komm, bitte. Da. Lindsay, kümmere dich mal darum. Volkszählung ist eine Gelegenheit. Problem, der verschwundene Botschafter. Ein ausländischer Botschafter ist in unseren Landen eingetroffen, ist jedoch auf dem Weg zur Hauptstadt mit seinem gesamten Gefolge verschwunden. Das kennen wir schon, da sollte sich Valerie mal bitte drum kümmern. Der Stratege ist eine Gelegenheit. 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 Nur noch Gelegenheiten, das ist schön. Drumas Buchhalter, die für ihre Gründlichkeit bekannt sind, bieten an, alle Untertanen des Königreichs zu zählen. Die Volkszählung wird zur Entdeckung von Steuerbetrügern, Flüchtlingen und Verbrechern führen. Regongar hat keinerlei Erfolgschancen dafür. Jubilost hingegen wenigstens 31. Versuchen kann man's mal, oder? So, der Stratege. Ein wandernder Meisterstratege verspricht, die örtlichen Offiziere die Kriegskunst zu lehren, wenn sie klug genug sind, die Lektion zu verstehen. Das ist wie geschaffen für Amiri. Die Wächter oder der Wächter, die Priester des Maschinendoms in Absalom haben angeboten, uns einen einzigartigen Diener zu schicken. Es ist ein Maschinenwächter, gebaut aus Getrieben und Zahnrädern. Er kann nicht bestochen werden und ist immer bereit, das Gesetz zu beschützen. Ein solches Wunder in der Hauptstadt würde die Leute gewaltig beeindrucken. Den hätte ich gerne. Leere Flecken. Der Hofkartograf berichtet, dass einige Karten des Königreichs veraltet zu sein scheinen. Welcher Ratgeber könnte dem Gelehrten helfen, sie zu aktualisieren? Ja, Regongar, viel Spaß dabei. So, hat jeder sein Projekt zugeteilt bekommen. Jetzt haben wir bei den Flüchen, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Nämlich Vordakai, Tartuk und der Sensenbaum. Die drei müssten wir im Grunde noch machen. Ist aber, glaube ich, gerade keiner. Octavia. Octavia und Octavia, die ist aber gerade mit dem Wächter beschäftigt, der eigentlich auch ganz interessant klingt. Naja gut, wir finden das schon noch raus. Jetzt sind alle erstmal wieder beschäftigt und wir machen uns weiter auf die Reise, denn ich suche immer noch die letzten beiden Monster und die sehen wir hoffentlich in wenigen Sekunden. Bis gleich. So, jetzt sind wir ganz kurz im Königreich, denn ich wollte ja auch noch verteilen hier, dass die auch was zu tun haben, während wir unterwegs sind. Und die Forschung über das Wesen von Flüchen Dorn ist tatsächlich fertig geworden. Alles deutet darauf hin, dass Dorn mit Nerissa verbunden ist, über starke Gefühle wie Liebe, Leidenschaft und Zuneigung. Es ist allerdings mehr als nur ein Zauber. Etwas, das auf jede Kreatur anders wirkt. Selbst den Verstand kann er vernebeln, aber liegt das nicht in der Natur der Liebe? Unsere Nachforschungen deuten darauf hin, dass die Bereitschaft der Zielperson der Schlüssel für dieses Rätsel sein könnte. Nur wenn Dorn aus freien Stücken weitergegeben und angenommen wird, entfaltet er sein wahres Potenzial. Das heißt, wenn wir ihr Dorn aus freien Stücken geben würden, sie kann ihn sich nicht nehmen, wir müssten ihn ihr geben. Dann erst könnte sie ihn wahrscheinlich annehmen und den Fluch brechen. Das könnte ich mir so vorstellen, wäre das... Ich glaube schon. So, Majestätsbeleidigung, Problem. Ein paar Barden stiften Unruhe, denn sie haben einen leichten Weg gefunden, sich beim einfachen Volk beliebt zu machen. Sie singen beleidigende Lieder über den König, beschmieren seine Porträts und schänden seine Statuen. Der Pöbel ist begeistert und ausländische Besucher amüsieren sich prächtig. Aber es ist mehr als ein Witz. Wer ausgelacht wird, bekommt keinerlei Respekt. Das Volk steht kurz vor einem Aufstand. Ach komm, bitte. Da. Lindsay, kümmere dich mal darum. Volkszählung ist eine Gelegenheit. Problem, der verschwundene Botschafter. Ein ausländischer Botschafter ist in unseren Landen eingetroffen, ist jedoch auf dem Weg zur Hauptstadt mit seinem gesamten Gefolge verschwunden. Das kennen wir schon, da sollte sich Valerie mal bitte drum kümmern. Der Stratege ist eine Gelegenheit. 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 Nur noch Gelegenheiten, das ist schön.
Drumas Buchhalter, die für ihre Gründlichkeit bekannt sind, bieten an, alle Untertanen des Königreichs zu zählen. Die Volkszählung wird zur Entdeckung von Steuerbetrügern, Flüchtlingen und Verbrechern führen. Regongar hat keinerlei Erfolgschancen dafür. Jubilost hingegen wenigstens 31. Versuchen kann man's mal, oder? So, der Stratege. Ein wandernder Meisterstratege verspricht, die örtlichen Offiziere die Kriegskunst zu lehren, wenn sie klug genug sind, die Lektion zu verstehen. Das ist wie geschaffen für Amiri. Die Wächter oder der Wächter, die Priester des Maschinendoms in Absalom haben angeboten, uns einen einzigartigen Diener zu schicken. Es ist ein Maschinenwächter, gebaut aus Getrieben und Zahnrädern. Er kann nicht bestochen werden und ist immer bereit, das Gesetz zu beschützen. Ein solches Wunder in der Hauptstadt würde die Leute gewaltig beeindrucken. Den hätte ich gerne. Leere Flecken. Der Hofkartograf berichtet, dass einige Karten des Königreichs veraltet zu sein scheinen. Welcher Ratgeber könnte dem Gelehrten helfen, sie zu aktualisieren? Ja, Regongar, viel Spaß dabei. So, hat jeder sein Projekt zugeteilt bekommen. Jetzt haben wir bei den Flüchen, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Nämlich Vordakai, Tartuk und der Sensenbaum. Die drei müssten wir im Grunde noch machen. Ist aber, glaube ich, gerade keiner. Octavia. Octavia und Octavia. Sie ist aber gerade mit dem Wächter beschäftigt, der eigentlich auch ganz interessant klingt. Naja gut, wir finden das schon noch raus. Jetzt sind alle erstmal wieder beschäftigt und wir machen uns weiter auf die Reise, denn ich suche immer noch die letzten beiden Monster. Und die sehen wir hoffentlich in wenigen Sekunden. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Die endlosen Ebenen haben wir hier gerade gefunden. Diese Ausdehnung wäre ein perfekter Ort für einen Bauernhof, sobald jemand den Manticore vertreibt, der die Region als Jagdrevier auserkoren hat. Ja, da werden wir doch direkt mal den Manticore vertreiben und einen Bauernhof errichten, denn ich glaube, der Manticore passt auch wieder zu den Monstern, die wir besiegen müssen. Und dann wäre es nur noch einer. Nur noch einer. Und ich glaube, dann haben wir sogar noch genug Zeit. Oh nein, Mist. Ich glaube, dann haben wir sogar noch genug Zeit, um noch eine andere Sache anzugehen, die ich gerne angehen würde, wenn wir die ganzen Quests beendet haben. Armor must be sturdy and heavy. The heavier, the better. And if there's a good shield to add to the armor, then you feel like a whole fortress, not just a fighter. Ja, Armor muss, also Rüstung muss schwer sein. Eine andere Sache, die ich gerne angehen würde, nämlich das Beneath the Stolen Lands, ich glaube so heißt das DLC, das würde ich gerne noch angehen. Ich habe jetzt tatsächlich nochmal nachgelesen, diese Begleiterin, ich weiß nicht, warum sie nicht aufgetaucht ist, aber offenbar, ja, jetzt können wir sie auch nicht mehr kriegen. Ich habe das extra nochmal nachgelesen, ich weiß nicht warum, aber naja gut, wir haben die Tieflingsbegleiterin leider nicht sehen können. Aber zumindest Beneath the Stolen Lands, das habe ich nämlich jetzt tatsächlich noch nicht installiert, das werde ich aber in Kürze machen. Oh oh. Hallo, ich glaube, er ist sauer, aber es ist in Anführungszeichen nur ein Manticore. Oh. Jo, das, so einen ähnlichen Ausgang habe ich tatsächlich schon vermutet. So, Duellschwert ist nicht wertvoll, aber der Gürtel ist wertvoll. Haben wir hier noch mehr Leute rumliegen? Der Manticore hat ja hier wirklich ordentlich gewütet. Onwards! So, jetzt könnt ihr hier euren Bauernhof machen. Und jetzt muss ich gleich nochmal auf den Schlüssel gucken, ob das denn jetzt auch wirklich gewirkt hat oder nicht. Oh, guck mal hier. Krummsäbel. Stab schmieren. Seltene Wurzeln, Kohle und Goldmünzen. Nehmen wir natürlich alles mit. Alles mitnehmen. So, hat das eingezahlt auf den Schlüssel oder nicht? So. Na gut, ich gehe mal weitersuchen. Ne? Wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder, wenn ich hoffentlich dann wirklich ein Monster gefunden habe, das auf den Schlüssel einzahlt. Bis in wenigen Sekunden. Tschüss. Nicht tschüss. Nein, auf keinen Fall tschüss. Ist hier oben noch irgendwas? Naja, na gut. Bis in wenigen Sekunden. Wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Augenblick. So, da sind wir auch schon wieder und ich habe jetzt nochmal am Grabhügel hier nachschauen wollen, habe eine kurze Rast eingelegt und daraufhin sprach mich Valerie an. Das muss natürlich mit ins Video. Unsere Feinde werden immer mächtiger und mächtiger. Noch kommen wir mit ihnen zurecht, aber wir müssen anfangen, die Verteidigung unseres Staates ernster zu nehmen.
Warum, Valerie? Habt ihr Angst, von einem Troll gefressen zu werden? Vielleicht hättet ihr nie ein Schwert in die Hand nehmen sollen. Das Schlachtfeld kann gefährlich sein, wisst ihr? Feiglinge haben da nichts verloren. Ich habe nicht mit euch geredet und hütet bitte in Zukunft eure Zunge. Oder was? Fangt ihr sonst an zu weinen? Wenn ein Mädchen aus einer guten Familie Angst vor Trollen hat, darf sie eben nicht in die Raublande kommen. Sitzt im Tempel, Schellens und strickt. Valerie ballt die Fäuste. Ein Wort noch. Ja, Regonga provoziert halt sehr gerne. Warum wir den dabei haben, das erkläre ich gleich. Natürlich kann sie... Sie kann ihre Probleme... Wobei, ganz ehrlich... Regonga hört sofort auf. Lasst sie in Ruhe. Also ich meine, es ist doof, das zu sagen. Ganz ehrlich. Also ich würde gerne nicht sagen, lasst sie in Ruhe, sondern grundsätzlich ist so ein Verhalten nicht gerade passend, nicht gerade vorteilhaft oder prägend für so eine Gruppe. Hört sofort auf, Regonga, lasst sie in Ruhe. Schön, schön, ich habe nichts gesagt. Oh Gott. Ja, das habe ich mir gedacht. Valerie wendet sich zu dir, ihr Blick ist tödlich. Ich bin sehr gut in der Lage, das ohne eure Hilfe zu regeln. Soll ich einfach stumm und untätig zusehen, wie ihr angegriffen werdet? Valerie durchbohrt dich mit ihren Blicken und seufzt dann. Es tut mir leid, ihr habt recht, ich habe überreagiert. Das Mädchen atmet tief durch. Ich glaube, ich muss mich beruhigen. Regonga folgt dem Mädchen mit schweren Augen. Regonga, was zum Teufel hat das zu bedeuten? Was macht ihr da? Der Halborg runzelt die Stirn und blickt weg. Ich weiß es nicht. Ich dachte einfach, ich mache es. Ich bin einfach ein Narr. Danke, dass ihr eingeschritten seid, bevor es zu einem Blutvergießen gekommen ist. Ja, die Gruppe würde perfekt zusammenpassen mit Regonga da drin. Ja, folgendes. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Zeit darauf verbracht. Also wirklich richtig viel Zeit. Ich bin fast jeden Weg in den Raublanden nochmal abgegangen, habe alles durchsucht, alles untersucht. Ich habe einfach nichts mehr gefunden. Ich habe einfach nichts mehr gefunden. Ich habe sogar viele Orte, die mit diesen Portalen gekennzeichnet waren, nochmal aufgesucht und bin nochmal durchgelaufen. Unter anderem war da ein Ort, an dem das Gewitter herrschte. Das war furchtbar. Ich habe diese Orte nochmal aufgesucht, habe alles auf der Karte nochmal abgesucht. Ich habe einfach nichts mehr gefunden. Ich habe nichts mehr gefunden und das Problem ist, wir haben hier immer noch zwei Ladungen. Jetzt habe ich einen Hinweis dazu bekommen, was man noch tun könnte und deswegen ist Regonga mit in der Gruppe, denn wenn wir hier oben hingehen, sehen wir hier, aha, guck mal da, da ist ja, da können wir ja dahinter schon sehen, was da ist. Ja, und was Regonga ganz gut kann, das ist ein Zauber der Stufe 4, nämlich die Dimensionstür. Massen, Personen, Massen. Und eventuell kann er sich ja... ja, das habt ihr jetzt, das wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich würde sowas normalerweise nicht tun. Aber nachdem ich jetzt alles abgesucht habe und gerade schon mit dem Gedanken gespielt habe, diese Quest einfach abzuschreiben, nach dem Motto, die kann ich jetzt gerade in diesem Spiel nicht mehr beenden. Vor allen Dingen, weil ich ja auch wirklich nur begrenzt Zeit habe zum Aufnehmen und ich kann jetzt auch nicht sagen, pass mal auf Leute, die nächsten Folgen fallen alle aus, bis ich irgendwie diese zwei Monster gefunden habe. Das wäre ja auch doof. Das heißt... Ihr habt gesehen, ich habe alles getan, um diese Quest zu beenden. Zwei Monster fehlten uns noch. Ja, und das wäre der Weg, den man wählen könnte, wenn man denn auch diese zwei Monster zum Beispiel nicht findet. Den habe ich jetzt gewählt. Es ist natürlich eigentlich ziemlich doof, aber wir haben es jetzt gemacht. Also, ich... Ja, nicht böse sein deswegen, aber ich möchte das auch trotzdem sehen, was hier passiert. Wir sind bei Farniras dem Grübler. Die in zerschlissene Lumpen gehüllte Gestalt dreht sich langsam zu dir um und geht einige schlurfende Schritte in deine Richtung. Unter dem einst prächtigen Gewändern erwidert das Gesicht eines toten Mannes, das kaum noch von Fleisch bedeckt ist, deinen Blick. In seinen Augenhöhlen flackert ein unheimliches, fahles Licht. Ich fasse es nicht. Ist also endlich jemand auf den Brief hereingefallen? Ich gebe zu, der Plan war schwach, aber ich hatte kaum Zeit, ihn mir auszudenken. Ihr seid also ein Lich... Was für eine bemerkenswerte Beobachtungsgabe. Und ihr seid Farniras? Mir scheint, ich höre einen Hauch von Unsicherheit in eurer Stimme, wackerer Abenteurer. Oder irre ich mich? Ja, ich bin Farniras, der Grübler. Unsere Bekanntschaft wird zwar nur von kurzer Dauer sein, aber ich freue mich dennoch, euch kennenzulernen. Ihr habt in einem Brief um Hilfe gefleht.
Natürlich, die Leute neigen dazu, weniger wachsam zu sein, wenn sie jemand demütig um Hilfe bittet. Sie verwechseln Flehen mit Schwäche. Überleg doch mal, wie viele Leute hätte mir geholfen, wenn ich meinen Brief wie folgt begonnen hätte. Werte Herren, ein allmächtiger, in einem magischen Kerker gefangener Lich möchte unbedingt freikommen. Ja gut, zugegeben, ich wäre auch vorbeigekommen, aber nur um ihn zu töten. Wer hat euch denn hier eingesperrt? Eine ausgesprochen lästige Kreatur, derer ich mich entledigen werde, sobald ich mit euch fertig bin. Ja, das wollen wir dann erst einmal nochmal sehen. Jetzt haben wir natürlich Regongar mit dabei, der hat nochmal ein paar Zauber extra drauf. Erstmal Segen, erstmal... Halt. So. Raus hier, das ist nämlich wieder irgend so ein... Und so ein Schmonz, der uns vergiftet. Jetzt hat er ihn hier aufgemacht. Na super. Ah, ich glaube, wir werden da härtere Geschütze auffahren müssen. Erstmal schütze ich uns alle gegen Feuer. Jetzt ist es dunkel geworden. So, und Regongar hat doch bestimmt ein paar interessante Dinge, die er einsetzen könnte. Wie zum Beispiel den Kugelblitz. Ich glaube, Farniras ist tot. Ich glaube, er wurde gekugelblitzt. Tada, das war's. Diese Aufgabe können wir von der Liste streichen. Na, jetzt kriege ich hier immer noch... kann das mal bitte aufhören? Ich würde gerne jetzt hier in Ruhe plündern. Ja, es ist auch nur er zum Plündern tatsächlich. Und sein Grab, das hier offenbar... Aber dann ist die Frage... Oh mein Gott! Dann ist die Frage aber immer noch, wer ihn hier eingesperrt hat. Kurzspeer... Schwere Armbrust, Streitpflege, zweihändige Axt, beschlagenes Leder. Ich schaue mir das mal gerade eben an. Stufenaufstieg, sehr schön. So, wir haben den Bezwinger bekommen. Plus 5 Axt hat eine kritische Reichweite von 19 bis 20. Zusätzlich 10 Punkte Schaden. Mhm. Mythenschlechter. Schwere Armbrust plus 5 fügt bei einem Treffer 2d10 Schaden zu. Der Träger erhält einen Malus von minus 2 auf seine Angriffswürfe, verursacht jedoch für jeden der folgenden Eigenschaften, die das Ziel hat, zusätzlich 1d10 Schaden. Riesig oder gigantisch, Drachenunterart, Riesenunterart, 20 oder mehr Trefferwürfe. Das ist was für Lindsay. Der Tyrann, das wäre ja was für, das wäre eigentlich was für Ulrich, oder? Normalerweise schon. Erzielt dieser plus 5 Streitflegel einen Treffer, werden die RK, alle Rettungswürfe und die KMV mit einem kumulativen Malus von minus 1 belegt. Gar nicht mal so schlecht. Kurzspeer plus 4 und Bluthund. Diese beschleunigte, behende plus 5 Duellschwert hat eine kritische Reichweite von 18 bis 20. Für jeden erfolgreichen Treffer erhält sein Träger einen kumulativen Bonus von plus 2 auf alle zukünftigen Schadenswürfe mit Bluthund gegen diesen Feind. Es wird also immer stärker, je öfter man trifft. Auch nicht schlecht. Und das beschlagene Leder ist die Schäferrüstung. Beschlagene plus 5 Rüstung gewährt ihrem Träger einen Bonus von plus 2 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit Kurz- und Langbogen. Wäre eigentlich was für Ekundayo, oder? Normalerweise schon. So, dann plündern wir ihn auch nochmal eben. Und er hat dabei die fehlenden Seiten des Tagebuchs von Farniras, dem Grübler. Und die letzte Seite des Tagebuchs, die nehme ich beide natürlich mit. Eine leichte Armbrust, einen Helm, einen seltsamen. Schutzamulett und Resistenzumhänge, das sind wir ja schon gewohnt. Und ich denke mal, das werden tatsächlich auch einfach die... Genau. Hut der geistigen Perfektion plus 8! Dieser Hut gewährt dem Träger einen Verbesserungsbonus von plus 8 auf alle. Natürliche Rüstung plus 5, das ist gar nicht mal so schlecht. Tada! Und Rüstungsarmschienen plus 8, aber die hat er glaube ich schon, ja. Die hat er schon. Resistenzumhang plus 5. Ja, er hat einen anderen. Er hat den verkohlten Mantel von seiner... Nee, das will ich nicht. Das will ich nie aufgeben, weil das gehört zu seiner Geschichte. Eigentlich muss sie diesen Hut aufhaben. Sie muss diesen Hut aufhaben. Es tut mir leid. Aber geistige Perfektion plus 8, das ist schon hart. Und den kann man ja immer noch mitnehmen. Sie als Magierin, Regongar haben wir ja nicht regelmäßig mit dabei, aber sie als Magierin ist damit schon, glaube ich, ganz gut bedient. Sie bekommt dann dazu nochmal ein, plus 1 auf Intelligenz. Gut, Charisma und Weisheit auch. Das ist vielleicht nicht unbedingt für sie, aber naja. So, wir haben ihn besiegt und jetzt bin ich mal interessiert daran, was wir hier bekommen haben. Denn wir haben bekommen, hier, fehlenden Seiten des Tagebuchs von Farniras, dem Grübler.
Ein unerfreulicher Zwischenfall. Gestern ist es einigen Dieben gelungen, in den Turm einzudringen. Sie haben versucht, einige meiner Testsubjekte zu befreien. Ich hasse es, wenn jemand in meine Privatsphäre eindringt. Und noch mehr hasse ich es, wenn nützliche Ressourcen vergeudet werden. Der Wächtergolem und meine Schutzzauber haben 5 der Diebe getötet, ehe ich Zeit hatte einzugreifen. Der 6. lebt noch und ich hoffe, er kommt durch. Ein Halborg-Hexenmeister ist wie geschaffen für meine Experimente. Vielleicht haben die Zauber bei ihm eine andere Wirkung. 4. Ich habe die toten Diebe in Zombies verwandelt. Dann ließ ich sie gegen die Irrlichter antreten und habe den Kampf durch das Fenster beobachtet. Das war wenigstens amüsant. 6. Eines der Testsubjekte wurde getötet, als ich den Umwandlungsprozess zu einem Untoten künstlich verlangsamen wollte, um sämtliche Phasen präzise dokumentieren zu können. Allerdings ging mein Plan nicht auf. Ich denke, ich werde das Experiment nächste Woche wiederholen. Dieses Mal vielleicht mit dem Elfenmädchen als Testsubjekt. Ihre längere Lebenszeit könnte, so meine Theorie, die Dauer gewisser Prozesse beeinflussen. Moment, ein Halborg-Hexenmeister und ein Elfenmädchen? Heute sind meine Testsubjekte entkommen. Alle. Sie sind derart geschickt vorgegangen, dass ich nichts bemerkte, als ich in den Keller ging, um das nächste Experiment vorzubereiten. Tja, der Golem funktioniert nicht. Das ist seltsam, passt aber ins Bild. Aber wie ist es ihnen gelungen, mein gesamtes System von Schutzzaubern zu umgehen? Ich weiß nicht einmal, in welche Richtung sie gingen, nachdem sie den Turm verlassen hatten. Es ist offensichtlich, dass ihnen irgendein Arkanist zur Flucht verholfen hat, jemand, der ebenso fähig ist wie ich. Was an sich schon bemerkenswert ist. Aber noch erstaunlicher ist, dass er nicht bei den Flüchtigen war, als ich sie endlich aufgespürt hatte. Diese Narren sind in ein Wyvern-Nest gestolpert und fast alle tot. Nur das Elfenmädchen konnte ich noch retten. Sie wäre mir aus lauter Dankbarkeit beinahe um den Hals gefallen. Aber als sie mir in die Augen sah, kreichte sie und verlor die Besinnung. 10. Angesichts der Mühe, die ich auf mich genommen hatte, um das Elfenmädchen zu retten, war es beinahe schade, dass ich sie töten musste. Aber die Zeit drängt. Nach all den seltsamen Ereignissen in meinem Turm will ich mit dem Ritual zur Schaffung eines Phylakterium nicht länger warten. Ich habe nicht die geringste Lust, kurz vor meinem Ziel zu scheitern. Nach 2 Dutzend Jahren harter Arbeit ist meine Unsterblichkeit nun zum Greifen nah. 12. Ich muss herausfinden, was hier vor sich geht. Es ist unmöglich, dass mein unbekannter Feind so viel stärker und klüger ist als ich. 14. Das Alchemielager ist nicht nur niedergebrannt, jemand hat zahllose Zutaten gestohlen, ehe er den Rest verbrannte. Auch viele meiner Artefakte wurden gestohlen. Ich kann mir gut vorstellen, welchen Zweck sie erfüllen sollen. Du bestiehlst mich also und bereitest gleichzeitig eine Falle für mich vor. Aber wer bist du? Ich werde es herausfinden, ganz bestimmt. Und das werden wir vielleicht auf der letzten Seite erfahren. Oh Gott, die ist ja lang. 16. Hallo Farnieras, ich freue mich endlich mit dir reden zu können, wenn auch nur in Form geschriebener Worte. Hast du schon herausgefunden, wer ich bin? Ich vermute es, sonst hättest du dir wohl kaum so viel Mühe gemacht, das Phylakterium zu verbergen. Erinnerst du dich an diesen jungen Halborg? Er hat dich verflucht und prophezeit, dass du eines Tages deinen schlimmsten Feind treffen würdest. Und so wurde ich geboren, aus den Splittern deiner Seele, die noch nicht vom Bösen besudelt sind. Zunächst war ich schwach und hatte gerade genug Macht, um unserem gemeinsamen Leib einen Hauch von Leben zu stehlen. Als du schliefst, wanderte ich durch den Turm und versuchte zu ergründen, wer ich bin und was ich tun sollte. Deine Schutzzauber konnten mir nichts anhaben, denn ich war ja noch immer du. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr erkannte ich, wie mich dein Leben und deine Taten anwidern. Ich wagte nicht, mir vorzustellen, was du tun würdest, wenn du das Ritual vollendet und dich in einen Untoten verwandelt hast. Würdest du dem Beispiel der zyklopischen Tyrannen folgen, auf deren zerstörten Palästen Iobaria errichtet wurde? Allein der Gedanke daran machte mich krank. Ich begann damit, deinen Gefangenen zu helfen, leider mit mäßigem Erfolg, aber nach ihrem Tod erkannte ich, dass ich viel mehr als das tun musste. Ich musste dich töten, uns beide. Ich teile deine Neugier, dein magisches Talent und deine Fähigkeit, ungewöhnliche Lösungen zu finden, aber selbst das war nicht genug, um die Welt von uns beiden zu erlösen. Du hattest viel zu große Angst um dein Leben und dein sorgfältig gesponnener Kokon aus Schutzzaubern hätte uns vor allen möglichen Gefahren bewahrt. Es hätte mich Tage gekostet, dieses Netz zu entwirren, das wir mit unser beider Hände gewoben haben. Abgesehen davon hätte das dein Misstrauen geweckt, also musste ich einfach nur unentdeckt bleiben und meinen eigenen Plan vorantreiben. In den kurzen Momenten, in denen ich wach war, habe ich jeden Aspekt dieses magischen Gefängnisses überarbeitet und unser gemeinsames Phylakterium stand im Zentrum meiner Bemühungen.
Ich habe die Tür mit einem Zauber belegt, der den Schlüssel nach dem Öffnen zerstört und nur den stärksten aller Monstertöter einlässt. Ich entwickelte ein System von Prüfungen, um sicherzustellen, dass wer auch immer diese Tür eines Tages öffnet, fähig genug sein wird. Immerhin wird er oder sie am Ende ja dir gegenüberstehen. Tja, mein Plan ist aufgegangen. Es ist mir gelungen, uns hier in diesem alten Grabhügel der Zyklopen einzusperren. Unser geliebtes Iobaria wurde auf den Ruinen von Koloran erbaut und unter diesen Ruinen werden du und ich die nächsten Jahre und Zeitalter verbringen. Eines Tages wird all das eintreten, was ich geplant habe. Jemand, der in der Lage ist, dich zu töten, wird dieses Grab betreten. Ich hatte auf dieser Welt nur eine einzige Aufgabe, meinen eigenen Tod vorzubereiten, und ich kann es kaum erwarten, bis dieser Moment endlich kommt. Tja. Da bewahrheitet sich wieder der alte Spruch, manchmal ist man selbst sein eigener größter Feind. Und da hat der Halborg es durch einen Fluch, in Anführungszeichen, wir sind ja hier ohnehin in einem Land, das sehr fluchbehaftet ist, durch einen Fluch geschafft, tatsächlich, jetzt ist nur die Frage, kommen wir hier auch wieder raus, durch einen Fluch geschafft, tatsächlich diesen Hexenmeister letztlich zu Fall zu bringen. Denn seien wir ehrlich, ohne diesen Fluch wäre das nicht geschehen. Schwupp und wieder raus. So, ne, das habt ihr alle nicht gesehen. Wir haben die Tür ganz regulär geöffnet. Ich habe alle Tiere, alle Monster getötet und habe dann auch ihn umgebracht. Ja, jetzt haben wir das auch hinter uns. Übrigens, zwischenzeitlich war Bocken, nicht Bocken war da, sondern wir haben einen Brief bekommen. Svetlana macht sich Sorgen um Bocken. Es wäre gut, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube, wir haben den Brief auch noch hier irgendwo. Zerknülltes Stück Papier. Ne, das ist es nicht. Letzte Seite des Tagebuchs, Lunas Karte. Wir haben irgendwie einen Brief bekommen, wo drin steht, dass Svetlana sich Sorgen um Bocken macht. Aber anscheinend nicht hier. Na gut, den werden wir schon noch finden. Oder ist er hier? Brief? Aus dann aller... Ne, das sind die ganzen Rezepte. Naja, jedenfalls, wir haben einen Brief bekommen und wir müssen nach Bocken sehen, weil der wohl irgendwie Probleme hat. Und das werden wir dann auch tun. Wir können jetzt endlich auch... Ah, es ist nur noch das hier. Ein uralter Fluch. Wir haben noch 218 Tage... In den 218 Tagen werden wir uns unserem Königreich widmen und dann eventuell auch dem DLC Beneath the Stolen Lands. Eventuell können wir das dann noch da dazwischen hauen und haben jetzt diese beiden Sachen, die hungrige Königin und dieses Verlies abgeschlossen, wenn auch mit ein ganz klein bisschen Trickserei. Aber ich glaube, es lieber so, als dass es gar nicht gezeigt wird. Na gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.